Jo, Freunde, willkommen! Ganz was Neues hier. Ein Guild War gegen Excel Mercs und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, weil ja, Hahn und Artemil. Na gut, wir mirren natürlich so halb halt, ne? Ich meine, ich habe kein Arthur, aber ich finde Lauren gerade besser. In dem Setup zumindest, ja. Und ein Bollwerk, Vigor, Skogul, ja. Wir ballern einfach Dots raus und weil Luis gerade Runen hat, habe ich Luis genommen. Oh, wir wurden auch gespeedet. Okay. Wir machen natürlich dasselbe und versuchen natürlich Hahn zu killen und zu strippen, was natürlich wie immer nicht funktioniert bei meiner Lauren. Wir machen absolut kein Damage. Okay, wir sparen uns mal irgendwie den zweiten. Gut, wir machen irgendwie dasselbe. Defense breaken dich. Und killen dich. Ich hoffe, Ultimate stunt mich jetzt nicht. Bett hat keinen Klassiker. Ich hoffe, Ultimate killt mich nicht. Gut, wir Defense breaken dich, dass er weniger Damage macht. Fuck. Gerade wollte ich sagen, Bett hat keinen Revive, aber. Okay, nice Defense Break, na gut. Wow, hier, was geht denn ab hier? Haben wir auch Heal? Gott. Okay, Enter Crit. Wieso haben wir keinen dritten Skill ready hier? Wir sind voll im Arsch. Sein Hahn attackt meine Lauren. Ich hoffe, dass mein Hahn überlebt. Ach so, ja, der Klassiker, ne? Was für ein Bastard hier? Ja, und jetzt stand er mich. Hey. Proc. Und wieso crittest du, ey? Wir haben nicht einen Bio-Proc bekommen, ne? Weder von Hahn noch von meiner Beta. Applaus hier. Ab in Storage mit euch hier. Okay, wenn jetzt Skogul proc, drehe ich durch. Na gut, wir cutten eh dazwischen. So. Ja, ich meine, Rika natürlich gegen zwei Wasser-Units ist auch wild, ne? Kann man nichts sagen. Aber den Feuergrim, das wäre halt irgendwie noch unsinnvoller gewesen. Okay, nice. Dann können wir die anderen stunnen. Naja. Proc. Keine Procs für mich. Oh Gott, hier. Oh Gott, hier. Oh mein Gott, wir sind so im Arsch. Na gut, wir müssen zumindest Vigor stunnen. Oh Gott, hier. Überlebst du das? Ich glaube nicht, ha? Huh? Oh. Sleep, Stun, irgendwas. Wie halt alle wieder voll sind, ne? Ach Gott. Okay, keine Ahnung, wie immer. Oben Mirror mal so halb, aber statt nix. Schau mal, das Ding ist halt, der ist nur für Necro geruht. Ja, also absolut kein Speed und so, aber hey. Und unten, ja, Twins Triana. Keine Ahnung. Ich habe den Kollegen hier gedebbelmont, wegen Archie. Er hat halt in Archie andere Runen als hier halt. Also das ist, ja, das Bare Blade auf Full Damage halt, aber trotzdem mal langsam, weil Attack, Crit Damage, Attack. I don't know. Wir haben immerhin Speed Lead und ja. Okay. Was machen wir? Kämon killen, ha? Wie immer. Haha, wir haben Will-Runen. Oh, was? Na, immerhin Bioproc hier. Mein Kackvogel ist gestunt hier. Fucking nix hier, OP. Okay.
Heal-Block ist weg, gut. Damage. Gar nicht so übel, ha? Ziemlich tanky, der Kollege. Klassiker. 4 Runden Armor Break, also Defense Break. 4 Runden. Gut. Defense Break bitte. Kill. Glancing. Ich schwöre, wir verlieren das auch noch, hier. Ich schwöre, ich mache nie wieder Guild War. Guild War ist so langweilig scheiße geworden, hier. Ja. Guild War sagt einfach nur noch. Okay, wir outspeeden. Schauen wir mal, was er macht hier. Naja. Gar nicht so übel, wird der ein oder andere sagen. Versuchen wir zu killen, ha? Ich weiß nicht, ob es reicht. Antwort ist nein. Wow, nicht mal den zweiten gekötet hier. Ich höre, wir verlieren das auch wieder hier. Attack Break. Stun. Kill. Wird nicht reichen. Okay, komm. Es macht einfach... Ich weiß nicht, warum die Leute den Typen so geil finden. Ich weiß nicht. Erstens mal ist seine AI halt scheiße, aber scheiß auf das. Ich finde sein Strip auch nicht so besonders zäh. Vor allem, wenn die Leute halt auch noch Shield und so haben. Also ein Strip ist, glaube ich, 50% pro Hit halt. Ne? Und das halt dreimal. Man sollte mal meinen... Ja... Kann ich eh Auto drücken hier. Landen Defense Break hier. Na, das wird was hier. Okay, dann machen wir doch nicht Auto hier. So, Defense Break, komm. Glancing. Ja, nice Strip, würde ich sagen. Okay. Komm. Oh, Proc nicht. War eh klar, war eh klar. War eh klar. Anders können wir, glaube ich, nicht gewinnen, hä? Defense Break into Critten mal. Aber wenigstens macht die Triana kein Damage, also... Ja, nice Defense Break wieder. Solange wir Bastet Shield haben, komm. Bist du verrückt hier. Ein Wahnsinn. Bitte Proc nicht. Bitte Critte. Proc. Verdammt hier. Strip. Stun. 1300 Damage. Ich würde ihn geil finden, wenn er wirklich Damage machen könnte, ja? Ich meine, ist auf Attack, Crit Damage, Attack, Full Damage hier. Er macht halt nix, hey. 8k Crit hier mit Attack Buff. Lächerlich, hey. Okay, und den letzten hier mit Chloe und Seiros Klee. Das verlieren wir sicher, das untere, weil die ist 100%ig outspeeden. Aber sowas von, ha? Huh? Oder? Ich bin, ja. Wird sicher lustig, das untere Team. Nein, jetzt nicht, aber... Klassiker. Klassiker. Na gut. Sylvie hat einen Strip übrigens, also glaube ich zumindest am zweiten. Ne? Hat sie aber nicht geused. So, kill mal Vigor. Schaffen wir das? Nein. Na gut. War's das? Wow, nice Defense Break hier. Boah, kill doch hier. Was ist denn das hier? Crit.
Ich schwöre, ich mach nie wieder Guild War, hä? Okay, da ist eh passiert. Die. Naja. Hat zwar den Reduce of Zeros bekommen, aber. Nachdem kein Defense Break mehr oben ist, wird Rakan auf Tiana gehen. Leider ist kein Defense Break mehr auf Rakan dann, was schlecht ist. So, bitte collapse mich nicht. Ah ja. Gott. Kollaps mich einfach. Tu es einfach, wirklich. Erspar uns das Vulkan, ha? Huh? Okay. Bist du auf. Okay, du bist auf Vampire. Okay, ich weiß, was jetzt passiert. Wir werden nicht genug Damage haben. Oder? Fuck off. Ja. Also einfach scheiße. Ich mach nie wieder Guild War, ha? Das ist so langweilig. Lass noch ein Alt hier machen. Ich habe heute sogar gesehen, es gibt wirklich sogar noch einen Typen, der mein normales Cleave-Team da spielt mit Garons und der ist G3 hier. Ich habe keine Ahnung, wie er das schafft, hä? Ich meine, ich weiß, er hat einen übertriebenen Lucian. Sein Lucian macht irgendwie so 12k Damage pro Karte. Aber wie kommt der hoch, ey? Das Team geht einfach nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Also so schon meiner. Jo. Und das ist das nächste, was mir im Sack geht, hier. Diese Drecksnu. Ich schau. Richtig, das kotzt mich so an, diese Drecksnoobs mit ihren Leo und Miho und werde auf Triple Revenge und. Ah. Aber du wirst trotzdem verlieren, außer dein Last Pick ist jetzt OP. Ach Gott. Oh, ich bin auch schon wieder ein Idiot. Wenn er was Deadband? Der band sicher was Dead, oder? Fuck. Scheiße, was mache ich jetzt? Hä? Irgendwie glaube ich, dass ich Word bannen muss. Hä? Ja, war eh klar. Ich hasse. Ach, das war so dumm, hä? Irgendwie Garo passt einfach nicht mehr rein. Garo. Erstens will ich cleaven, da passt Garo sowieso nicht, ja? Give him Striker. Bastard. Okay. Deine Chance. Ja, war eh klar. Was Pickies und Drecks. Und ich wette, seine Mio überlebt auch. Naja, war eh klar, ne? Was mache ich hier? Das war behindert von mir. Warum? Das war keine Ahnung. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst hier. Wie kann ich einen Draco picken hier? Ich hätte gern Wuljong oder wie das Vieh heißt, die Dark Yonhong. Die wäre irgendwie cool, wobei da der Attack by Increase auch ziemlich scheiße ist. Pff. Fighter 3 mit Okeanos, Savannah und LDNet 5 hier. Wahnsinn. Du fragst hier wirklich heftige Lage, hier, heftige Lage. Aber ich schaue es mich jetzt irgendwie gerade wieder an, hier. Die hat auch so einen kranken Base Speed einfach. Die haben beide so lächerlichen kranken Base Speed, die beiden.
Okay. Tja, dann. Have fun, Julie. Ah, das ist das nächste, hey. Das der Base-Speed von Bastet und den ganzen Units hier. Ich meine, okay, ich outspeede. Ich habe auch ein Speed-Lead natürlich, ne? So, schauen wir mal, was der Striker macht hier. Das ist so wenig Damage hier. Bei Okeanos, er macht auf Daphnis hier. Das ist nicht mal ein Drittel. Das ist ein Viertel von HP. Er macht einfach absolut null Damage hier. Das ist echt heftig. Das kommt, ist keine Ahnung hier. Es gibt nichts, was irgendwie. Da will mir auch kein Odin oder irgendwas helfen. Das bringt einfach nichts hier. What the fuck hier? Und Wetchat. Oh mein Gott, was ist mit dir los hier? Tja. So kacke hier. Pelking auch. Die machen einfach alle keinen Damage. Diese Units machen alle keinen Damage. Das ist das größte Problem. Na gut. Schauen wir mal, wie schnell sein Badger ist. Er hat den besten Speed Lead, ne? Warum spiele ich überhaupt Alt hier? Ist genauso unnötig hier. Aber mit den Münzen finde ich cool, also die Rewards halt, ne? Aha. Faye würde ich geil finden. Wenn man Faye ein bisschen buffen würde. Nicht ein Ignore. Nicht ein Ignore hier. Aber gut. Lucian cleared, Gott sei Dank. Es bräuchte einfach wirklich. Warum gibt es keine zweite Unit wie Lucian? Es gibt, glaube ich, nichts in dem Spiel, was irgendwie einem Lucian nachkommt. Ich hätte gern die Dings, die. Ich hoffe wirklich, wenn ich sammle, ich hätte gern die Light Chun Li. Die wäre noch cool. Aber sogar die wäre cool. Und die wurde genervt. Behindert einfach, ne? Jetzt jeder irgendwie Okeanos first picked, hä? Sind sie alle drauf gekommen, dass Okeanos mega gut ist, ne? Oh, schau, ich kann Leo picken hier. Ah, ich hasse die Menschheit hier. Da ist Alti. Und, oh, ich kann Miho picken. Hier, schön. So Pussy einfach. Ich wäre Miho auch das dümmste Monster ever hier. Ich kann Miho picken. Warte kurz. Na komm, wir pick Light Sniper und pick irgendwie Triana und Vanessa oder sowas hier. Damit ich komplett durchdrehen kann. Rika. Rika und Kraka, okay. Tja. Gecountert, Junge, hä? Gecountert. Er wird nicht outspeeden, Okeanos sicher nicht auf Swift. Entweder er bannt Julie oder er bannt Raki. Einzige Problem ist, meine ist nicht wirklich ein Problem. Ja,
Geh mit dem Defense Leader, hey. Mein Gott, hey. Learn to play, hey. Defense Leader, wofür, hey? Dass das Rocky nicht Miho killt? Mein Lucian move. Mein Lucian move first, hey. Mein Lucian killt deine Miho hundertprozentig, hey. Ich höre weh, ich verliere das hier. Seine Miho wird halt wahrscheinlich drankommen. Und halt Damage auf Dingsterwumster machen. Das Geile ist, seine Cracker kann ja nicht mal Miho reviven. Und wir haben Immunity. Wir haben eine Runde noch Immunity. Also seine Rika und sein Okeanos können nichts machen, hä? Warum gehen die Leute dann immer auf Lucian? Hey? Lucian hat seinen Job erledigt. Hey. Lass mal Lucian in Ruhe. Hey. Mein Gott. Hey. Ja. Stunman and Lucian. Stunman and Lucian. Komm. Ah, schade. Hey. Hättest doch deine Dots rausballern können. Tada. Dreckiger Liho Miho Abuser, hey. Grüße gehen raus, hey. Wer auch immer du bist, deutscher Kollege. Okay. T2. Oh, warte, wir haben Rewards. 30 und 120, hey. Das finde ich schon cool, aber andererseits, ich meine, ich habe jetzt hier 1086 von den Medaillen wieder. Ich habe vorher sogar hier Windscrolls gekauft und halt irgendwie im letzten Stream NLD und so, aber ja, egal. Na gut, Freunde, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen beim Teach-Turnier. Zweite Runde gegen Swag, glaube ich, war's. Also bis dann.